Ja, heute am 1. Mai finden trotz Ausgangssperren und strenger Kontaktbeschränkungen zig Demonstrationen statt. Zu ganz unterschiedlichen Themen wie Mietenpolitik, Migration, Clubkultur. Auch die sogenannte Querdenker-Szene hat mehrere Proteste angekündigt. Die Demonstranten wollen vor die Privatadressen von Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn ziehen. Die Polizei bereitet sich auf ein unruhiges Wochenende vor. Am Abend gab es bereits linke und linksradikale Proteste. Sandra Saatmann mit Einzelheiten. Walpurgisnacht in Berlin. Etwa 2000 schwarz gekleidete Feministinnen ziehen durch die Straßen. Viel mehr als angekündigt. Ihr Motto: Take back the night, für mehr Schutz von Frauen vor männlichen Übergriffen. Masken wurden zwar getragen, die Abstände aber nicht immer eingehalten. Bitte erhöhen Sie die Abstände untereinander. Es kam vereinzelt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Fahrzeuge wurden angegriffen und beschädigt, Pyrotechnik gezündet. 5 Menschen vorläufig festgenommen. Es kam allerdings zu Steinen und Flaschenwürfen aus diesem Aufzug heraus. Kurz darauf hat die Versammlungsleitung den Aufzug auch beendet. Schon den ganzen gestrigen Tag zogen linke Demonstranten gegen den gekippten Mietendeckel in der Hauptstadt und andere Entscheidungen durch Berlin und Hamburg. Bis auf einzelne Bengalos blieb es friedlich. Dass es heute aufgrund der Corona-Pandemie ruhiger als sonst wird, nicht anzunehmen. In Berlin sind 23 Demonstrationen angemeldet, in Hamburg sogar 30. Zum normalen 1. Mai-Wahnsinn kommen dieses Jahr auch noch Corona-Leugner und Querdenker. Ob sie die Maskenpflicht einhalten, unklar. 5.500 Beamte aus dem ganzen Bundesgebiet sind allein in der Hauptstadt abgestellt. Dieser 1. Mai steht tatsächlich unter einem ganz besonderen Aspekt, nämlich der Versammlungsfreiheit, die im Gegensatz zum letzten Jahr in keinem Fall eingeschränkt ist, unter pandemischen Aspekten. Natürlich Einhaltung der abgesprochenen Hygieneschutzkonzepte. Dafür wollen wir sorgen. Ausgangssperren sind wegen der Versammlungsfreiheit ausgehebelt. Das heißt, es könnte sich auch noch spät nachts viel Frust über die Corona-Maßnahmen entladen. Die Polizei erwartet ein Wochenende mit Explosionsgefahr. Und Daniel Koop wird für uns den ganzen Tag die Demonstrationen in Berlin beobachten. Ja, es finden zig Demonstrationen statt. Dazu aufgerufen haben unter anderem linke Gruppen, rechtsextreme Parteien und auch die sogenannten Querdenker. Es wird also politisch. Das ganze Spektrum versammelt sich heute hier in Berlin. So ist es auf jeden Fall. Und wir können es, glaube ich, im Hintergrund sehen, hier am Brandenburger Tor. Da hat das Ganze auch schon begonnen. Das ist so ein bisschen die traditionelle 10 Uhr Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und schauen wir mal auf den Boden. Auch dort sehen wir hier Plakate. Da steht drauf: Solidarität ist die Zukunft. Und so hat man sich jetzt hier heute versammelt. Und du hast es angesprochen. Insgesamt 20 Demos wird es hier in Berlin geben zu den wirklich unterschiedlichsten Themen wie Migration, Clubkultur, Gerechtigkeit. Kundgebungen, die wird es im gesamten Stadtgebiet geben. Auch der Mietendeckel ist natürlich ein ganz großes Thema hier in Berlin. Da erwartet man ganz viele, ja, auch ganz normale Bürger, die einfach auf die Straße hier heute gehen wollen, demonstrieren wollen, ihre Meinungen äußern wollen. Und so ein bisschen Sorge bereitet dann beispielsweise ab 12 Uhr soll es auch im Stadtteil Berlin-Lichtenberg eine Demonstration geben, eine Kundgebung der Querdenker. Da wird man sich ganz genau anschauen, wie das Ganze ablaufen wird. Da haben wir von der Polizei auch gehört, dass man da auch Wasserwerfer vorbereitet hat, sollte man das Ganze beispielsweise auflösen müssen. Und am Nachmittag könnte es dann ja auch zu einer weiteren Eskalation beispielsweise kommen. Da wissen wir auch noch nicht so, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Da kommt es dann zu den ja auch traditionellen Kundgebungen, zu den traditionellen Märschen, wo es dann teilweise auch zu Eskalationen kommt in den bekannten Stadtteilen, wie zum Beispiel auch in Berlin-Kreuzberg. Ja, und wie will die Polizei die Ausgangssperre durchsetzen, die ja dann nach Ende der Demonstrationen greift? Was verstehen wir unter Solidarität? Also erstmal muss man sagen, es gibt eine sehr große Polizeipräsenz natürlich hier am heutigen Tag. Auch das können wir hier sehen. Insgesamt 36 Hundertschaften, die sind hier heute im Einsatz. Mehr als 5000 Polizisten, nicht nur aus Berlin, sondern auch aus anderen Bundesländern. Auch die Bundespolizei, die wird hier heute im Einsatz sein. Es gibt viele Herausforderungen, die man natürlich hier heute als Polizei hat. Man muss die Hygienemaßnahmen durchsetzen. Dann gibt es eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Und genau das ist so ein bisschen auch
auch das Problem, denn du hast es ja auch angesprochen, Ausgangssperre gilt nicht, wenn man sich in einer angemeldeten Demonstration beispielsweise befindet. Und da hat die Polizei gesagt, man hatte Erfahrung, aber natürlich ist es eine große Herausforderung, dann wirklich herauszufiltern. Sind das Leute, die sich bei einer Demonstration gerade befinden, oder sind das Leute, die einfach gar nicht mehr auf der Straße sein dürfen? Also da gibt es eine Menge zu tun. Bisschen Problem auch, was die Polizei aktuell hat. Man hat weniger Einsatzkräfte in diesem Jahr, als man beispielsweise noch im letzten Jahr hat. Also es dürfte ein sehr anstrengender Tag heute für die Beamten der Polizei hier in Berlin werden. Und du hast das eben schon angesprochen. Wo ist denn das Gewaltpotenzial am größten? Also ich denke, dass es da zwei Schwerpunkte heute geben könnte. Auf der einen Seite diese Querdenker-Demonstration, die ab 12 Uhr beginnen wird, sehr zynisch übrigens, in der Nähe eines Klinikums in Berlin-Lichtenberg. Da hat man wirklich versucht, massiv zu mobilisieren. Nicht nur Querdenker hier aus Berlin werden da erwartet, sondern wirklich Querdenker aus ganz Deutschland. Da hat die Polizei ganz klar gesagt, hält man sich da beispielsweise nicht an Abstandsregeln, dann wird man erst natürlich einmal das deeskalierende Gespräch mit den Demonstranten suchen. Funktioniert das nicht, wird der Versammlungsleiter befragt bzw. kontaktiert. Und sollte man sich nicht daran halten, dann wird man das Ganze dann auflösen. Frage ist natürlich auch, werden dann die Menschen wirklich weggehen? Muss man dann einschreiten? Ein weiteres Problem dürfte dann sicherlich der Abend sein. Wir kennen ja Berlin. Wir wissen, was da teilweise am 1. Mai passiert, dass es da manchmal auch so ein bisschen hoch hergehen kann. Da wird es natürlich spannend sein, wie sich das dann abends entwickeln wird, wie es dann sein wird, wenn sich dann Menschen ja vielleicht nicht von den Versammlungsorten dann nach Ende der Demonstration dann ja auch das Ganze dann verlassen werden. Also es wird ein spannender Tag auf jeden Fall hier in der Hauptstadt sein. Und du wirst ihn beobachten. Daniel, danke dir.